jetzt nimm's nicht so tragisch. Ich meine, eine Sensation ist es nicht gerade, dass du wieder gewonnen hast. Du gewinnst doch immer. Und das seit über 30 Jahren, oder? Hallo, Erika. Schwester, wie sehen Sie denn aus? Bitte nicht. Ich bin hier mit einem Herrn verabredet, der nicht wissen darf, dass ich Nonne bin. Ach so? Nicht so. Also bitte, Sie kennen mich nicht. Alles klar. Danke. Ja. Zwei Gläser Champagner, bitte. Oh, tut mir leid. Wir haben nur ganze Flaschen oder Piccolos? Na dann. Piccolo. Sehr gerne. Und falls Sie auch etwas essen möchten, der Sauerbraten ist leider aus. Nein, danke. Ich bin auf Diät. Ach, na dann. Sag mal, möchtest du meine Sekretärin werden? Lieber stürze ich mich in die Isar. Mit zwei vollen Bierkästen in der Hand. Hast du vielleicht ein Zimmer für mich? Ja, natürlich. Hier, bitte. Erster Stock, vierte Türe. Danke. Erika, war das eben Schwester Maria? Ja. Und sie hat sich ein Zimmer genommen? Ja. Ja, warum denn? Ich weiß es nicht. Kann ich mal telefonieren? Natürlich, bitte. Du sollst dein Handy einschalten und die Frau Labern anrufen. Ja, er schaltet's ein. Danke, Erika. Du sag mal, Marianne, der Wolfgang, der ist heute so anders. Was? Wie meinst du anders? Ja, der ist heute so freundlich. Der Hermann? Ja. Der sitzt da mit einem Vorschlaghammer. Du, und wie der dein Foto anstarrt und einen Obstler nach dem anderen kippt, schaut er echt zum Fürchten aus. Was hast du denn mit ihm angestellt? Ihr seid wie die kleinen Kinder. Jetzt setz dich an den Stammtisch, Wolfgang. Das kann man ja nicht mit ansehen. Das ist ab jetzt der Stammtisch. Die Karte und ein Bier, bitte. So, bitte sehr. Sonst noch einen Wunsch, die Herrschaften? Nein, Erika. Schön, dass du wieder bei uns bist, Hermann. Ist wohl nichts mehr mit Sushi essen, wie? Erika. Ich meine ja nur. Ja, kannst du sonst noch irgendwas Unpassendes dazu beitragen? Mein Gott, entschuldige, dass ich geboren bin. Ja, entschuldige. Nee, nee, junger Mann, da müssen Sie sich an der Tür geirrt haben. Nein, Erika, ich bin mit dem Herrn verabredet. Ach, also alles wie verabredet, okay? Das war die dümmste Geschichte, die ich je gehört habe, aber... Sie können sich gerne vorher auf unserer Toilette etwas frisch machen. Nur so eine Idee. Darf es auch was zu essen sein, oder lebst du jetzt von den Krümeln, die von Hermanns Teller fallen? Vorsichtig, Erika, ja? Also alles, was ich heute brauchen kann, ist eine Schankmaid mit deinem Humor. Oh, entschuldige. Wünschen der Herr Oberbürgermeister auch noch zu speisen? Falls ja, dann bitte ich jetzt, die Bestellung aufzugeben. Danke, mir ist der Appetit schon vergangen. Das freut mich. Ich habe deinem Vater damals seinen ersten Kombi verkauft, in dem du wahrscheinlich gezeugt worden bist. Ja. Aber du gehst jetzt besser nach Hause, Wolfgang. Hm? Mhm. Und steckt meinen Kopf in den Gasofen. Davon würde ich abraten. Das funktioniert nicht mehr mit Erdgas. Ich auch, Gold. Eine Ratte! Sag mal, hast du sie noch alle und auch noch hier auf dem Tisch? Das ist doch keine Ratte, das ist ein Goldhamster. Außerdem kannst du den Tisch danach ausnahmsweise mal abwischen. Soll das heißen, dir ist es hier zu dreckig? Ja, wie ich, und was ich ist... Ich schreib's auf. Meine zwei Lieblingsgäste. Amerika, kannst du mir sagen, wo der Hermann steckt? Auf der Baustelle ist er nicht, hier ist er nicht. Na, dann ist er sicher in diesem neuen Sushi-Tempel. Sushi? Der Hermann? Ja, oder beim Italiener. Seine neue Freundin kann dich nicht ausstehen. Ah ja? Hat sie gesagt. Und unser Essen schmeckt dir auch nicht. Hat sie auch gesagt? Ja. Aha, dann. Ja, ich höre. Also, was hältst du davon, wenn ich dir 300 Euro bar auf die Hand zahle für 2 Stunden? 2 Stunden was? Eine Wohnung anschauen, im Englischen Garten in München. Und mich beraten. Beraten? Mhm. Und wieso ausgerechnet ich? Hast du keinen Innenarchitekten? Nein, ich brauche das objektive Urteil von einer Frau, die mich kennt. Und du kennst mich doch besser als alle anderen. Mit meinen Höhenflügen und Abstürzen. 300 Euro? Und 500, wenn ich die Wohnung kriege. Obendrauf? Na gut, obendrauf. Na gut.